Guten Morgen, liebe Sorgen. So, guten Morgen, Community. Herzlich willkommen hier zum Szenario in München, Augsburg mit dem Nightjet. Wir fahren ein Nightjet. Ja, und rüsten wir das Fahrzeug doch mal auf. So. Geben wir links die Türen frei. Klappt das soweit? Jawohl, das klappt. Leider haben die Wagen nicht die Nightjet-Lackierung, aber ist jetzt halt so, was soll ich ändern? Ne? So. Machen wir einmal das. Vorne. Ist das komplizierter. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert hat. Gedimmt. Aber dann gehen wir auf Lösen. So. Türen dürfen wir schon wieder verriegeln. Es geht los. Mal schauen, ob das funktioniert. Jawohl. Und dann können wir auch schon losfahren. Es geht nach Augsburg. Wir fahren durch ohne Zwischenhalt. Interessant. Interessante Konstellation. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich alles richtig gemacht habe. Sieht gut aus. So, dann fahren wir los. Von München nach Augsburg, tolle Fahrt. So, es geht los. Wir machen kurz ein schönes Bildchen, ihr wisst ja. So. Wir genießen die Fahrt hier durch München. Und schauen uns mal ein Fahrtvideo an von der Vorbeifahrt. Ah, schön. Wir schlängeln uns raus aus München mit gemächlichen 40 Stundenkilometern. Der Lok als Railjet-Lackierung und der Zug als Eurocity. Bin mal gespannt, wann der Steuerwagen für den Intercity rauskommt. Das wäre doch auch was Schönes, oder? Wie findet ihr das? So, jetzt trinken wir erstmal einen Schluck Kaffee. Früh am Morgen, ich hock mich bei euch hin.
bringe euch neuen Content hier mit der Siemens Vectron München, Augsburg. Ein Add-on aus der Community. Kein offizielles. Aber schön gemacht. Ein bisschen der Zugverkehr fehlt mir. Aber München ist ja auch sehr performance-lastig, muss ich schon sagen. Ja, jetzt darf man ein bisschen ausschalten. Dieses Monster. Kein Thema für die. Richtiges PS-Monster. Schauen wir uns nochmal Farbe hier an. Kulisse hier in der Lok, die ist herrlich. Das heißt, wir fahren auch durch Pasing. Es gibt keinen Halt in Pasing. Wir fahren jetzt die 53 Kilometer einfach durch. Die Vectron ist ja bis 200 km ausgelegt, deswegen kein Problem. Wir dürfen hier den Intercity auch voll ausnutzen. Bei der U-Bahn nach dem Bahnhof berg runter und vor dem Bahnhof wieder bergauf. Die Tomografie. Ja, wir haben rechtzeitig angefangen, das schaffen wir ganz allein mit der Bremse. Wunderbar. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Eurocity auf der Fahrt nach Straßburg. Ich begrüße die in München zugestiegenen Fahrgäste auf der Fahrt nach Augsburg. Der nächste planmäßige Halt ist dann auch Augsburg. Diesen erreichen wir ca. 12.30 Uhr. Bitte beachten Sie, München-Pasing ist kein Halt. Dieser Zug fährt durch bis Augsburg. Für die nächsten Reisemöglichkeiten ab Augsburg informiere ich Sie dann kurz vorher. Bis dahin können Sie auch unser Bordbistro benutzen und sich einen schönen Tag machen. Ihr DB Fernverkehrsteam in Kooperation mit der ÖBB. Bei Fragen wenden Sie sich einfach an unser Serviceteam.
dann hier wieder rausschlingeln aus. Aus dem Bahnhof Parsing und wir gehen dann über auf die Schnellfahrstrecke. Ja, jetzt darfst du mal ein bisschen arbeiten. Das, was ihr am besten gefällt. Bergsteigung. Perfekt. Das macht sie schon. Ab jetzt dürfen wir dann auch 160 fahren. Wir können also schon mal beschleunigen. Und den Zug hier auf Geschwindigkeit bringen. Teilweise auch in Regioverkehr eingesetzt, vor allem Saalfeld oder im Lichtenfels. Ob es aktuell noch so ist, keine Ahnung, es ändert sich ja auch laufend irgendwas. Aber hier im Spiel ist alles möglich und wenn es nichts mehr was gibt, dann holen wir uns das einfach. So wie die schöne Baureihe 110. Jetzt der 200 gleich. Dieser Lok hat der Lokführer ein echt entspanntes Reisen, das muss man schon sagen. Schön, wie er da vorbeisaust.
schnell zu, verbraucht halt enorm Strom, muss man schon sagen. Wenn wir hier drüben schauen, bis jetzt haben wir schon 460 Kilowatt verbraucht. Hier. Die Lok, die hält die Geschwindigkeit. Macht sie super. Und fährt hier mit 200 durch die Landschaft. Wir hätten uns auch die LZB noch anmachen können. Wäre es noch einfacher gewesen.
ist hier, man kann entweder den Bummelzug die S-Bahn nehmen, Regionalbahn oder halt nebenan. Einfach mit einem Schnellzug Kilometer schwimmen. Relativ alt, wurde schon früh gespielt, ziemlich für den Spiel gedacht. Nicht toll, sogar eins der ersten deutschen Strecken. Aber man spielt sie heute ab und zu immer. Die schönste Strecke für mich persönlich ist immer noch die Niedertalbahn und die Frankentalbahn. Ich stehe sowieso eher auf Nebenbahnromantik und die Züge sowieso. Zur Abwechslung ist das ja auch mal schön. Muss nicht immer sein. Das ist halt praktisch für Fahrgäste, man sieht es ja, in einer halben Stunde von München nach Augsburg. Mit C geht es eventuell sogar noch ein paar Minuten schneller. Parkplätze, dann geht es direkt zur S-Bahn. Schon gut Kilometer auf dem Buckel, hier die Vectron im Einspiel. Sehr geehrte Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Augsburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten: Regionalbahn nach Geislingen mit einer unterwegs sein. Zum Regionalexpress nach Ulm Hauptbahnhof sowie zum Regionalexpress nach Stuttgart über Geislingen, Ulm, Lochingen. Zum RE nach Oberstdorf.
5,3 Kilometer.